Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintendran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories to Wings of Ruin. Also ich bin ehrlich mit euch, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich euch letztes Mal gezeigt habe und was nicht. Auf jeden Fall, wir haben eine neue schnieke Waffe. Und ja, wir haben ein neues, schniekes Monsti. Ja, und zwar habe ich den Gigante, den wir, glaube ich, beim letzten Mal ausgebrütet haben. Auf jeden Fall hoffe ich es. Nee, wir hatten schon mal einen Gigante ausgebrütet, aber der war nicht so gut. Auf jeden Fall ist der mittlerweile Level 30. Und jetzt guckt euch mal an. Ich war fleißig, als ich ein bisschen Zeit hatte. Wo kann ich mir das... Da, Status. So. Ne? Gene sind schon mal gut, teilweise sind, also teils sind da ein paar Sachen drin, die ein bisschen mehr sind, aber hey, es geht ja um die Power. Dann gut, bei Rata hat sich nicht so viel geändert, außer dass irgendwas Neues unlocked worden ist. Gut, Kirsch ist auch gleich geblieben. Kocha habe ich wieder reingenommen, dafür ist Lakritz erstmal auf der Bank. Mochi ist auch gleich geblieben und Kamui. Oh, Sildi spielt Animal Crossing. Schön. Kamui ist auch aufgepowert worden. So, jetzt sollten wir eigentlich, ja, ich muss sagen, ein bisschen ein einfacheres Spiel haben. So, und da wir jetzt gerade sowieso noch ein paar Sachen machen wollen, warum habe ich die Schatztruhen nie mitgenommen? Will ich jetzt erstmal noch ein paar von, also vielleicht einen, also eine sicher. Lass mich reden. Wobei, ich brauch doch einen Dingsbums, oder nicht? Hier, ich brauch doch Tobikachi-Material für den Bogen. Nein, können wir sie sowieso one-shotten, von dem her. Easy, weird ad und so weiter und so fort. Oder? Easy. So. Her mit dem Material. So. Also wenigstens hatte ich das Gefühl. Naja. Ja, was ist sonst so passiert? Zeit. Oder the lack thereof. Ja, es ist halt, ich habe große Pläne, aber... Naja. Auf jeden Fall, vorerst sind wir wieder da. Vorerst läuft alles noch plus minus. So wie am Schnürchen will ich das jetzt nicht nennen, aber es läuft auf jeden Fall. Das war eine sehr große Heuschrecke. Ich glaube nicht, dass wir die instant umnieten können. Aber ich erinnere mich auch nicht, ich hätte das vorher angucken sollen. Naja, egal. Okay, ich glaube, da muss was. Ja, nicht schlecht. Das ist zwar nur Level 30, aber... Gut, dann wechseln wir mal die... Ach stimmt, wir haben die Sänge der Ishatta und das Nergal-Geflüster. Na, dann nehmen wir das Ding mal. Ich regret tatsächlich ein bisschen, also ich bereue ein bisschen, dass wir das so schnell gebaut haben. Einfach, weil ich Klavinus-Material brauche. Meine Erinnerungen sind nicht mehr vorhanden, Leute. Ah nein, jetzt Nougat, jetzt nicht den verderblichen Schlag. So. Das ist doch mal ein Bogen, oder? Nee, nee. Das Tackling. Das Ding sitzt nämlich. Ich nicke einen Griff ein. Oh Mann. Ich will doch mit meinen Monstern einen Doppelangriff machen. Und jetzt greift er die Beine an. Das muss man nicht verstehen, oder? So, kommt jetzt Kraft oder Geschwindigkeit? Also wenn ich Geschwindigkeit mache, kann ich eigentlich nicht verlieren. Gut, das kann ich nur neutral aufschlagen. Was hat er getan?
So, das heißt, wir müssen Technikangriffe machen. Das heißt, wir wechseln jetzt erstmal zu Kirsch. Ah, ist eigentlich egal, wie wir wechseln. Ich nehme mal Moti. Voll Paralyse. Hm. Das Ding benutzt ja Wasser. Ach. Auch gut. So, Kyle kriegt ihr erstmal auf die Fresse. Und wir machen weiter mit unserem Kämpfchen. So, der Kopf ist schon mal gebrochen. Ich mag den Blick nicht. Ich mag den Blick absolut nicht. Das halte ich nicht so viel. Ich wusste es. Ich hätte nicht absolutes Ausweichen einsetzen können, aber. Ne? Ja, wobei, noch nicht. Jetzt ist aber der Angriffsboost drin. Das heißt, Leute. Wir sind super cool. Und denken uns so. Ne, nee, danke. So. Ich freue mich dann schon, wenn dann Monster Hunter Stories ja vorbei ist. Das hat mir so Zune geone-shottet. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht so gut. Jetzt kommen wieder die Technikangriffe. Das heißt, ich will wieder einen Hugard reinholen. Ich will den Angriff sehen, auch wenn Rata eigentlich die bessere Wahl dafür ist. Aber ich bin halt, ne? Ja, ist okay. RIP meine Doppelangriffe. Ich glaube, hier könnte ich tatsächlich die... Ich will nicht ihn boosten, ich will meine Bindungsanzeige boosten. Mann. Ja, gut, da haben wir. So Leute, jetzt werden wir was Neues sehen. Jetzt kommen wieder die Geschwindigkeitsangriffe. Gut. So, right on erstmal. Dann können wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen boosten. Ich glaube schon. Und noch einen Boost und dann können wir... Ich hoffe, dass er seine Anzeige nicht füllt, weil ich will nur eine Gigante sehen, ne? Das wird schon nicht der Fall sein. Ach Gott. Nein! Nee, ich kämpfe weiter. Es ist mir gerade egal. Ich will... Ja, ja. So, jetzt machen wir erstmal schön langsam. Und jetzt setzen wir auch schon die Bindungsfähigkeit an, die vernichtende Faust heißt. Schönste Nergigante-Manier ist das Einzige, was ich dazu sagen werde. A+, bin ich gut. So. Jetzt haben wir das gesehen, Rata. Komm mal mit. Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Jetzt ist das Ding wieder sauer. Mann! Ah ja, Mut hat doch mehr KP als... Ja, und Kirsch ist ja schwach gegen Wasser.
So. Wobei. Ich bin ja ein Held. Ich kann ja den Meteorhammer einsetzen. Wird jetzt nicht so viel machen, aber. Warum nicht? Okay. Nein, Mochi, kein Geschwindigkeitsangriff. Du musst Technikangriff einsetzen. Ah, das haben wir aber gleich. Einmal Aquaspringer. Ich wechsle auf den Egalrichter. Ich liebe diese Waffe. Technikangriff und Adios. Soll es eigentlich gewesen sein. Könntet ihr meinen Gesichtsausdruck jetzt sehen? Der ist sehr disappointed. Oh, das hatten wir noch nicht. Zeldas Königin-Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit zirkuliert im Körper. Bei Berührung mit Luft wird sie zur Säure. Schön, oder? So, ein weiteres Hardcore-Monster hätten wir erjagt. Haben die Macht des Nergigante erlebt. Und nun würde ich eigentlich noch gerne die andere Kiste mitnehmen. Die hier doch irgendwo eingezeichnet war. Ja, ja, lass mich nicht reden. Ah, ich weiß, warum wir die Kiste nicht mitnehmen konnten. Oder? Ich weiß es doch nicht. So. Gut. Also, wir sind ja gerade da in der Loloska-Felsschlucht. Da würde ich tatsächlich, weil ich mir müssen, wir sollten ja nicht zurück zu einer Stadt. So. Ich glaube, da war noch irgendwo ein Koop-Aufruf, der noch nicht so schwer ist. Genau, mit den lauernden Nerskiller. Könnt ihr das eigentlich holen? Aber dann will ich dann doch zuerst mal zurück nach Dorf Kuhan. Können wir uns einmal heilen. Nochmal ein Gebiet aussprechen. Ich glaube, die Bonus-XP bringen bei dem Level der Gegner auch nicht mehr so viel. Ich merke auch gerade, dass das Plastik von meinem Popfilter langsam aber sicher in die Knie geht. Ich meine, das Mikrofon ist noch super. Ach ja. So. Beten, das Amulett ist ja noch. Mama macht Gebet, warum nicht? Ja, einen Erlittener-Schaden minus habe ich einfach reingenommen, weil wir irgendwie 30 von denen hatten. So, können wir das hier einreichen? Das mit dem Astalos. Sehr schön. Wir haben mittlerweile auch ganz schön viele Zenny. So, haben wir das jetzt auch eingereicht. Ja, das sehe ich auch, dass sie nochmal akzeptiert. Aber ich glaube, mittlerweile wird das zu einem easy peasy Fall. Und ich habe hier irgendwo. Ach nee, das haben wir ja schon angenommen. Ja, dann. Die letzte Aufnahme ist 10 Tage her, Leute. Bitte entschuldigt mich. So. Gut, und in dem. Welche Tageszeit, du? Der schleicht nachts im Wald rum. Okay. Easy. Also, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel wir jetzt mit dem Game eigentlich machen sollten, aber wenigstens die krassen Kämpfe können wir eigentlich durchziehen. So. Und wo ist der denn, der listige Weber? Ja, wir gehen mal den Weg und hoffen aufs Beste. Das war der falsche Weg. Wir gehen den richtigen Weg und hoffen aufs Beste. Es ist schon cool, einen Nergigante im Team zu haben.
Ich muss schon sagen, ist. Bist du der listige Weber? Okay. Du bist nur ein Weber. Das Wetter gerade ist auch richtig schön. So, und eigentlich müsste ich irgendwann mal die ganzen Sachen für die Sammelquests einsammeln, aber. Ja, ja. Ich glaube, da hinten. Ach. Es ist wunderbar, ein Monster zu haben, das brüllen kann. Ich meine, man könnte auch ein Monster nehmen, das schleichen kann, wie zum Beispiel. Nagakura, dann ist man unsichtbar, aber es ist eher mein Style. Einfach so Brudis und Brudets, lasst mich in Frieden. Sehr gut. Ist wahrscheinlich jetzt nicht als Überfall gelten, aber nee. Na, Skiller oder ein seltsamer dazu. Ich glaube, der fängt mit Technikangriffen an. Ich bin mir aber nicht sicher. Ziemlich sicher, dass es aber nicht Kraft ist. Ich glaube, die Nadel war schwach gegen. Ich wechsle mal schnell die Waffe. So. Ja. Easy. Oh, die war gar nicht. Die war gar nicht schwach gegen. Ja, dann. Nehme ich die Sängde Dingsbums wieder weg und hol Richter. Oh. Warum muss ich mit ihm einen Doppelangriff machen? Ich will das mit meinem Monster machen. Bam. Warum setzt du jetzt nicht die Angriffe ein? Nugat. Unheilshieb. Ja gut, dann machen wir das Tackling auf dem Kopf. Kraftangriff dazu. So. Meiner Skiller kennen wir ja schon. Ich verschnelle das mal. So. Jetzt ist er sauer. Der macht irgendwie gerade nicht Gutes. Ich block mal. Er war sicherheitshalber. Techniksiegel. Das ist eine Schwierigkeit. Okay. Ich hätte ausweichen sollen. Wobei, wenn ich aufsteige, ist das Siegel sowieso weg. Hm. Wieder hier. Ja, das darf ich ja nicht machen. Ich guess, ich block nochmal und hoffe, dass Nugat genug Punkte kriegt. Klar, ich könnte auch was essen, aber. Ich fühle mich nur leicht verarscht. So, Was macht denn die Dingsbums weg? Blindheit. Nee, das ist. Stangschlaf. Typsiegel. Ja, dann gönnen wir uns das mal. So, der Angriff wird aber jetzt wehtun. Gekrittet. Jo, aua. Naja, ist okay. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann einfach direkt mit der Story weitermachen. Und wenn es dann final aussieht, dann könnten wir eigentlich vielleicht noch ein paar von diesen Monstern verkloppen. Und dann können wir eigentlich sehen, was wir so schickes noch machen. Ja, aber ich glaube, ich mache diesmal einen Doppelangriff mit
Mit Kyle, I guess. Ach, nö. Aber wir sind auf Stufe 3, doch. Ja, gut. Die Beine bringe ich mir sicher. Jo. Sehr gut. 20 Minuten. Mit noch ein bisschen Labern vorne dran. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, können wir das noch mitnehmen? Nice. Nice, nice, nice. Ich glaube für... Ja, da waren wir doch gerade in Velasca. Ich glaube, wir müssen jetzt doch da oben. Ja, das... dahin. Gut, dann... würde ich aber noch gerne wissen, ob wir noch irgendwelche Questen irgendwo haben, die wir abgeben könnten. Oder mitnehmen könnten. Ja, zum beiden. Bin ich schon länger nicht im Hala. So, dann geben wir den listigen Weber mal schnell ab. So. Ich glaube, ich werde da noch offscreen. Ja, den schnell kloppen gehen. Ich hatte ein Gefühl. Das Gefühl hat sich bewahrheitet. Ein wildes Ei. Du bist ein Drachenältesten-Ei, oder? Oh, ciao, schön, dich wiederzusehen. Dein letzter Besuch auf dieser Insel ist eine Weile her. Erinnerst du dich an den Anjanaf, der vor deiner Abreise aufgetaucht ist? Vor Angst habe ich das Dorf nicht verlassen. Anjanaf zählen zu den Kampfwivern. Weißt du, welches Muster ihre Aura auszeichnet? Kampfwivern. Gut. Ich nehme an, du findest das Muster raus, wenn du selbst ein Kampfwivern-Ei findest, oder? Gott. Ja, easy. Gut. Ich glaube, ich suche ein paar Eier fürs nächste Mal, I guess. So, aber sonst scheint hier... ach, da ist noch eine Nebenquest. So, seht ihr, es lohnt sich immer wieder mal zurückzulaufen. Zu sehen, ob es Neuigkeiten gibt. Wo kann sie nur sein? Ist das denn nicht der Fan? Sie ist verschwunden. Ich habe überall gesucht. Mein wertvollster Schatz ist weg. Oh nein, was, wenn ich sie während meiner Reisen irgendwo verloren habe? Das wäre furchtbar. Charo, könntest du für mich nach meinem verlorenen Schatz suchen? Ich brauche mehr Infos. Es ist weg. Weg. Ich kann es nirgends finden. Habe ich es irgendwo fallen gelassen? Bitte hilf mir und finde mein Geliebtes. Dein Geliebtes was? Danke. Mit deiner Hilfe finde ich sie sicher viel schneller. Ich suche hier in der Gegend. Könntest du dich in Lamour umsehen, Charo? Vielleicht habe ich sie bei der Turmruine verloren. Ich weiß, dass ich dort in der Nähe angehalten habe, um mein Gepäck neu zu ordnen. Sie kann nur da sein. Ja, warum muss ich dann... also warum bleibst du dann hier? Ach Mann. Na gut, vielleicht hat sie irgendwelche Pflichten, bla bla bla, und ich habe Monsties, bla bla bla, ich kann ja dahin fliegen mit Rata, alles gut. Naja. So, letztens waren wir zwar in Gott, wo ist das Dorf? In Ruto. Aber es könnte ja sein, dass da vielleicht noch eine Quest aufgetaucht ist. Und zu der Feline Zuflucht sollten wir vielleicht auch nochmal gehen. Da könnte vielleicht noch was Neues sein. Nichts Neues. Ja gut, Leute, dann werde ich mal gucken, ob ich bis zum nächsten Mal noch schnell ein paar Eier aufschnappe oder ob ich das dann auf übernächste Mal schiebe. Mal schauen. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals fürs Zugucken. Und ja, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.